Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part gab es eine ziemliche Eintrotzaktion mit Yuffie. Und jetzt sind wir gerade im Turm, in dem Yuffie alleine kämpfen darf. Wer ist jetzt dran? Bist du blind? Ich bin hier. Was? Ich soll mit so einem Anfänger kämpfen? Anfänger, ich bin erwachsener als du, als irgend so eine Tussi. Was hast du gesagt? Siehst du, das meinte ich. Es ist der Zorn, der dich unreif macht. Du solltest... Aber die war gerade nicht wütend, ne? Du solltest dir erst gratulieren, wenn du mich besiegt hast. Jetzt pass auf! Das Einzige, was du wirklich gut kannst, ist atmen. Du hast doch den Mut zu kämpfen, oder? Okay, hör auf mit Öl mit dem Gelaber auf. Endlich hat jemand Gorki das Maul gestopft. Ich denke, jetzt ist Chekhov dran. Speed-Modus. Chekhov? Sind wir jetzt bei Enterprise oder was? Ich habe so das Gefühl, die wird oft angreifen. Ah, so ein Pinguin. Das war kein Schaden. Wieso können die sich in solche Viecher verwandeln und ich nicht? Ach komm. Mach ihn platt. Oder sie. Zornesbomber. Erstmal heilen. Und weiter drauf kloppen. Na, da war der erste stärker. Der nächste scheint ja ein Verteidigungsmodus oder so ein Scheiß. Turbo-Äther. Sehr schön. Du kannst also ein bisschen kämpfen. Na klar. Ich habe schon lange keinen Schmerz mehr gefühlt. Das kann man auch sehr, sehr falsch verstehen. Also komm. Oder Magiemodus vielleicht? Das wäre richtig nett. Oder hat Yuffie noch den Spiegelring? Nee, Quatsch, ja, diesen Schutzring. Also der vor Statusveränderungen schützt. Oh, das ist nicht das Letzte. Sogar Shark hast du besiegt. Du hast mit einer Weile nicht mehr gekämpft, Chekhov. Damit ist jetzt Schluss. Staniff, du passt da auf. Das werde ich schon verhindern. Ich zeige dir jetzt die jugendliche Stärke. Gib nur weiter so an, Kleine. Du verbrennst dich. Bringen wir es hinter uns, alte Schachtel. Was erwartest du von einem Kind, das gerade aus den Windeln ist? Zunächst mal wird Chekhov dir Gesellschaft leisten. Diesmal hätte ich das andere sagen müssen. Natürlich. Ich dachte, stand verunsichert. Magie-Modus also. Oder Zaubermodus. Ah, so ein Viech. Hatte ich hier nicht irgendwo? Nö, offenbar nicht. ...5000 HP.
Ach so. Ich glaube, die kontert bloß. Ja, dann. Fick dich, Bulgard. Downs der. So, noch zwei Treffer und dann war's das. Also zwei Treffer, wenn man das Absorbieren mit einrechnet. Oh, oder man crittet. Geht auch. Eisring. Lass mich raten, absorbiert Eis. Ich fasse es nicht, dass du mich besiegt hast. Na klar. Das wird spannend. Ich konnte meine Kräfte lange Zeit nicht voll einsetzen. Nur sicherheitshalber, man weiß ja nie. So, da komm her, Staniff. Der Regel nach wird in jedem Stock der beste Kämpfer dein Gegner sein. Obwohl die Pagode 5 Stockwerke hat, ist der 4. Stock das höchste. Das heißt, niemand hat nicht den Waffenmeister jemals besiegt. Du willst es immer noch versuchen? Komm schon. Du gefällst mir, jetzt pass auf. Yay, auf Anhieb das Richtige. Waffenmodus. Ja, sowas in der Art habe ich erwartet. Oh, der vergiftet gar nicht die M-Tentakeln. Naja, der Schaden hat sich jetzt aber in Grenzen gehalten. Ich habe keinem die Giftmaterie gegeben, fällt mir gerade auf. Wow, ist der lahmarschig. Oder konnte der nur Zauber? Nein. Ist einfach nur lahmarschig. Hab ich aber kein Problem mit. Das ist also der Stärkste, ja? Bin ich jetzt wütend? Noch 2000. Das ist letzte Stockwerk, ist und ich mich danach nochmal erholen gehe. Können wir auch ruhig ein bisschen Overkill raushauen, ne? Wir haben's ja. Oh, ja, das war tatsächlich Overkill. Was? Na klar. Wunderbar, deine Fähigkeiten sind noch besser geworden. Oh, vielleicht bist du doch nicht so ein kleines Kind, wie wir dachten, sagt das kleinste Kind. Muss wohl so sein, wenn sogar wir von ihr besiegt wurden. Du hast die besten 4 besiegt, jetzt musst du gegen ihn antreten. Also gibt's doch noch einen.
Na egal, für eine Beschwörung habe ich noch genug Mana und mehr werde ich ja wohl hoffentlich nicht brauchen. Ich glaube, ich hätte tatsächlich doch schon ein bisschen früher her sollen. Was ist denn das? Vater? Ich bin froh, dass du so weit gekommen bist, Yuffie. Was willst du hier? Angeben. Ich antworte dir, indem ich dir die Gelegenheit gebe, dein Können an mir auszuprobieren. Halte dich nicht zurück. Kämpfe, als wolltest du mich töten. Tust du es nicht, muss ich dich töten. Hehe, toller Vater. Was machst du da? Omniwechsel! Bio 2. Na, wenigstens nicht Bio 1. Level 41. 10.000 HP. Biesterschwert. Das, wow. Nicht genug Mana. Dann halt der reguläre Bahamut. Rohr. Oi, so haben wir nicht gewettet, Freundchen. Aber er ist nicht sehr schnell. Oder Yuffie ist fast as fuck. Kann auch sein. Na, von dem krieg ich wenigstens ein bisschen Limit-Technik. Das ist ja ein Witz gegen die anderen. Der hält einfach bloß viel aus. Und die Heilung von dem ist auch ziemlich lachhaft. Komm, geölter Blitz. So, spiel mal jetzt. Ja, in dem Fall lege ich dann auch noch mal einen drauf, ne? Wenn du so eine Scheiße abziehst, dass du dich mit mehr heilst, als ich dir Schaden mache, dann bringt mir doch mal ein bisschen mehr Schaden. Ne? Zorn der Götter. Für dein Alter? Nicht schlecht. Du bist auch besser geworden. Hä?
Was war das für ein Geräusch? Es ist Zeit, dass ich dir das gebe, Yuffie. Das ist die Leviathan-Materia. Nimm sie. Materia Leviathan. Aber Lord Godo, die Leviathan-Materie darf nur der erhalten, der über die Pagode herrscht. So ist es Brauch. Brauch, Brauch, Brauch. Ich kann es nicht mehr hören. So ein Schwachsinn. Ruhe, Yuffie. Und was ist mit euch anderen? Mit all eurer Macht? Findet ihr das gut, in diesen Turm eingepfercht zu sein? Yuffie. Du auch, Vater. Nachdem du den Krieg verloren hast, hast du Wutheit zu dem gemacht, was es heute ist. Was willst du damit sagen? Ah, das war Chekhov. Ups. Du hast Wutheit zu einer stupiden Kurort verwandelt, der Touristen anbietet. Wie soll das noch enden? Dracho-Statue und Leviathan sind beschämt. Dacho, nicht Dracho. Sie ist ein Kind. Was sagst du? Yuffie, verzeih mir. Es ist alles meine Schuld. Was sagst du da, Lord Gogo? Der verlorene Krieg, dass Wuta jetzt ein Kurort ist. An allem bin ich schuld. Lord Godo! Ruhe. Yuffie, ich bin immer noch der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren war, dachte ich nach. Ist Stärke nur da, um den Feind zu besiegen? Oder um vor anderen anzugeben? Gewalt erzeugt Gewalt, genau wie Shinra. Ich weiß, dass du nach Materia suchst, um Wutai zu helfen. Auch ich verberge meine Stärke nur, weil es gut für Wutai ist. Und jetzt begreife ich, dass beides nötig ist. Stärke ohne Zielstrebigkeit ist wertlos und Zielstrebigkeit ohne Stärke ebenfalls. Lord Godo! Ihr da, nehmt bitte Yuffie mit. Ich merke, dass ihr alle sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Macht dir keine Sorgen. Überlasst den Rest dem alten Sid. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Falsch gesprochen. Geh, Yuffie. Für die Ehre Wutais. Vater. Ich kümmere mich bis zu deiner Rückkehr um die 5 heiligen Götter. Geh und komm lebend zurück. Klar doch. Oh, müssen die jetzt alle erstmal da durchmarschieren? Wirklich? Moment, steuere ich jetzt Yuffie? Ach nee. Yuffie, warte mal. Wenn der Kampf vorbei ist, glaubst du, dass sie dann die Materia haben, die noch... Dass sie die Materie, die sie dann haben, noch brauchen? Vater! Geh, kämpf bis zum Ende und komm zurück. Mit der Materia. Darauf kannst du wetten. Wow. So, was hab ich denn da gerade Schönes bekommen? Beschwört Leviathan. Wasser. Feuer. Nee. Ich setze es statt der Shiva ein. Weil Eis hat ja, Vincent. Da wollte ich noch was gucken. War denn... Ja, ganz unten wahrscheinlich. Na. Zorn der Götter. Limit-Technik, das ist wahrscheinlich für dich dann, ne? Nee, kapiere ich nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil ich noch nicht im dritten Limit-Modus bin. Ach so, ich muss noch weiter runter.
Übrigens habe ich mal einen Kumpel von mir, der das Spiel kennt. Nein, ich habe mich nicht spoilern lassen, gefragt. Wie viel denn noch etwa kommt, weil das wirkt jetzt ja so, als ob es bald aufs Ende zugeht. Wir haben etwa die Hälfte hinter uns. Und ihr dachtet, Fire Emblem sei lang gewesen. Ne? Ach du Scheiße. Das war erst die Hälfte. Was zum Fick kommt denn da noch alles? Der zweite Teil ist zwar kürzer als der erste, aber es gibt noch einen dritten. Und die schwierigsten Bosse hatten wir noch gar nicht. So, aber das soll uns nicht mehr in diesem Part interessieren. Sobald das kleine Kind mich in den Speicherpunkt reinlässt, danke, werde ich speichern und hier den Part beenden. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.